Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Politiker, Top-Manager, Forscher und Unternehmer, liebe Kollegen aus dem Medienbetrieb, liebe Gipfelstürmer. Herzlich willkommen zum Ludwig-Erhard-Gipfel 2024. Es ist so schön, dass Sie alle wieder, möchte ich sagen, da sind. Dass Sie wieder am herrlichen Tegernsee zum Jubiläumstreffen der Entscheider zusammengekommen sind. Gleich hier vorne darf ich den Gipfelschirmherrn, Herrn Ministerpräsidenten Markus Söder, herzlich begrüßen und die Herrschaften, die mit uns heuer eine ganz besondere Premiere begehen. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, VBW, und der Metallarbeitgeberverbände BayME, VBM sind Co-Veranstalter des heutigen Tages. Ich heiße Ihre Präsidiums- und Vorstandsmitglieder herzlich willkommen. Besonders begrüßen darf ich Frau Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende der Varema Renkhoff und Vizepräsidentin von VBW und VBM, die Sie gleich auf der Bühne erleben können, sowie den Motor der Bayerischen Arbeitgeberverbände, Hauptgeschäftsführer Bertram Brossert. Steve Jobs sagte einmal, Menschen, die verrückt genug sind, zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind diejenigen, die es auch tun. Und von denen sehe ich hier im Saal ganz viele. Und wir müssen die Welt verändern, denn wir leben weiterhin in einem gewaltigen Krieg bei uns in Europa. Da liegt es nahe, bei Geistlichen Zuflucht zu suchen. Schon der Gründer des Cusanus-Werks, Bernhard Hanzler, mahnte, der Sinn der Freiheit liegt nicht in der Ungebundenheit, sondern in der Entscheidung. Darum gibt es keine Freiheit, wo sie nicht erstritten wird. Und so trägt die viel zitierte Zeitenwende blutige Wunden. Wir denken bei der Zeitenwende vor allem an den Überfallkrieg Putins und dass nun die friedliche Epoche einer ganzen Generation zu Ende gegangen ist. Wir gewissermaßen alle wieder in Militärkategorien denken lernen müssen. Vieles scheint in disruptiver Bewegung und manchmal weiß man gar nicht mehr, ob die großen Gezeiten mit den kleinen Strömungen überhaupt in die gleiche Richtung weisen. Da müsste jetzt ein neues Slide kommen. Da zurück, Dankeschön. Geht es in dieselbe Richtung? Gehen wir nach vorne, gehen wir zurück. Die Zeitenwende betrifft Sicherheit. Sie betrifft Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Technologie. Womöglich befinden wir uns an einer Epochenschwelle. Und wenn man von disruptiver Epochenschwelle spricht, dann muss man den schlechten, den gefährlichen, den katastrophalen Dingen ins Auge blicken. Die sind in diesen Tagen leider prägend und mannigfach. Und da wir ein Journalistenhaus sind, lassen Sie mich gleich mit der schlechtesten Nachricht beginnen. Ja, wir verdrängen es zusehends. Aber eine Flugstunde entfernt tobt der Krieg, der Massenmord, das Zehntausende Leid. Jeden Tag, jede Minute. Und der tobt nun schon ins dritte Jahr hinein. Und der trifft Hochschwangere, die mitten im Granatenhagel aus einem Krankenhaus getragen werden, oder spielende Mädchen, die um ihr Leben rennen, weil Putins Bomben auch auf ihr Dorf fallen. Es ist der größte Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Er ist monströs grausam, fordert mehr als unglaubliche 100.000 Tote. Jeden Tag, auch heute, wo wir hier sitzen, sterben weitere 120 Soldaten. Und es sterben unter der Knute Putins auch viele, die es wagen, zu kritisieren. Das prominenteste Opfer heißt Alexei Nawalny, ein außergewöhnlich tapferer Widerstandskämpfer. Verfolgt, drangsaliert, vergiftet, geflohen und doch wieder zurückgekehrt in sein Land, das er endlich demokratisieren wollte. In einem sibirischen Foltergefängnis musste er in den Händen von Putins Schergen sterben. Wir werden seiner auf diesem Gipfel besonders gedenken. Denn es gehört zur DNA des Ludwig-Erhard-Gipfels, dass er für die Freiheit und die Demokratie aktiv eintritt. So haben wir vor 2 Jahren den Freiheitspreis der Medien an Volodymyr Zelensky und Svetlana Tichanowskaja, der Oppositionsführerin aus Belarus, verliehen.
Im vergangenen Jahr kam es hier zur bewegenden Preisverleihung an Garri Kasparow, den Schachweltmeister und russischen Oppositionspolitiker, der im Exil versucht, die Demokratiebewegung zu aktivieren. Und in diesem Jahr werden wir Julia Nawalnaja und Alexei Nawalny für ihren mutigen Kampf gegen eine brutale Diktatur in Russland auszeichnen. Sie sind Widerstandshelden unserer Zeit, die bereit sind, ihr Leben zu opfern für eine bessere Welt. Julia Nawalnaja wird übermorgen die Auszeichnung persönlich hier entgegennehmen. Die Laudatio hält der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Das wird bestimmt ein Gänsehautmoment dieses Gipfels. Aber eben auch eine Demonstration an die Moskauer Adresse, auf welcher Seite wir stehen. Der Preis soll der Welt auch zeigen, dass die russische Demokratiebewegung viele Unterstützer hat. Nun gibt es aber auch einen zweiten Großkonflikt dieser Tage, der die Welt erschüttert. Israel wurde am 7. Oktober von der Hamas überfallen. Es kam zum größten Pogrom an Juden seit dem Holocaust. Zum Hinschlachten von 1200 friedlichen Zivilisten, tanzenden Jugendlichen, Babys, Müttern in einer unerträglichen Bestialität. Doch der schlimmste Tag seit der Shoah war nur der Auftakt für einen größeren Konflikt. Wir haben seit Oktober lernen müssen, dass der Iran Israel über mehrere Fronten angreift. Die Hamas als ihr direkter verlängerter Arm ist nur eine Front. Die Hisbollah greift aus dem Libanon an, die Houthis agieren aus dem Jemen. Israel wehrt sich und es ist ein grauenhafter Krieg erwachsen, bei dem viel zu viele unschuldige Menschen bitter leiden müssen. Aber machen wir uns nichts vor, Teheran wird keine Ruhe geben. Die Mullahs unterdrücken nicht nur ihr eigenes Volk und richten regelmäßig gerne auch tapfere Frauen hin, die ihnen Widerworte geben. Sie wollen Israel von der Landkarte tilgen und haben am Wochenende mit 300 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen gezeigt, wie ernst ihre Kriegsabsicht ist. Neben den beängstigenden Nachrichten gibt es auch solche, die es werden könnten. Heikle Gemengelage, die uns beunruhigen. In den USA erleben wir einen fürchterlichen Wahlkampf zweier viel zu alter Männer. Der ordinäre Hochstapler und beinahe Putschist Donald Trump hat, wir Europäer mögen es kaum fassen, beste Chancen, wiedergewählt zu werden. Er liegt in den Umfragen knapp vor Joe Biden und hat vor wenigen Tagen bei einem Spendendinner eines Hedgefondsmanagers in Florida unglaubliche Gelder mobilisiert. Ein Platz am Tisch Donald Trumps kostete $814.600. Am Ende des Abends kamen $50 Millionen an Spendengeldern zusammen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Unsympath Präsident wird und nicht nur unserer Wirtschaft, insbesondere der Autoindustrie, das Leben schwer machen wird. Aber wir Europäer müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Wir erleben einen beispiellosen Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa und bei den anstehenden Europawahlen. Umfragen sagen voraus, dass Rechtspopulisten und Rechtsextreme sogar stärkste Kraft im EU-Parlament werden könnten. In Deutschland dürfte die AfD über 20% kommen. In den einwohnerstarken EU-Gründungsländern Frankreich und Italien, aber auch in Polen, in den Niederlanden, in Österreich, Belgien, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei werden Rechtspopulisten voraussichtlich sogar auf Platz 1 landen. Das verändert die politische Landkarte unseres Kontinents. Und während es um uns herum tost und tobt, leistet sich Deutschland die schwächste Regierung seit 1945. Noch nie hatte eine Bundesregierung so wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Sie schlingert durch die Legislatur. Und wenn man dieser Tage in die Berliner Hintergrundzirkel lauscht, dann hört man, dass die Regierung möglicherweise noch in diesem Sommer platzen wird. Jedenfalls hat unser Bundeskanzler keinen leichten Job. Womöglich hat der Job aber einen zu leichten. Die New York Times hat Olaf Scholz dank seiner katastrophalen Umfragewerte jetzt zum unbeliebtesten Regierungschef der westlichen Welt ausgerufen.
Tatsächlich sagt der ARD Deutschland Trend, dass nur noch etwa 20% von der Arbeit des Kanzlers überzeugt sind. Und mit ihm wird in den Weltmedien ganz Deutschland derzeit als stolpernd wahrgenommen. Außenpolitisch, militärisch, strategisch. Selbst unsere Autobahnen, Brücken und die Bahn. Früher waren wir mal, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnern kann, Weltmarktführer der Infrastrukturqualität. Alles marode. Vor allem aber wirtschaftlich wächst die Sorge. Der IWF hat Deutschland gerade gestern ein Wirtschaftswachstum von 0,2% bescheinigt, also gar keines, während die anderen Länder alle wachsen und wir das Schlusslicht der westlichen Industrienationen sind. Ich vermute, Christian Lindner hat jetzt keine leichte Zeit bei der IWF-Tagung in Washington. Die deutsche Wirtschaftsschwäche ist vor allem deshalb so schmerzlich, weil es fast überall sonst deutlich besser läuft. Wir haben es also mit hausgemachten Problemen zu tun. In Deutschland schrumpft nicht nur das Handelsvolumen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Warenexporte und Importe 2023 mit -2% und -10,1% negativ entwickelt. Auch die Kapitalbewegungen zeigen Dramatisches. Noch nie haben Unternehmen so viel Geld aus Deutschland abgezogen wie in den vergangenen 3 Jahren. Hunderte von Milliarden. Kein anderes Land der Welt hat derzeit eine derart katastrophale Investitionsbilanz. Die Investitionsbedingungen in Deutschland sind einfach nicht mehr gut genug. Sie sind in mancherlei Hinsicht sogar miserabel. Darum rutscht Deutschland in den Standortrankings auch Jahr für Jahr weiter ab. Bei den 21 wichtigsten Industrieländern stehen wir inzwischen ganz weit hinten auf Platz 8. Kein Wunder also, dass uns die europäischen Partner wieder als den kranken Mann Europas ansehen. Das Cover des Economist, das ein sehr geschätztes Partnermedium unserer Weimar Media Group ist, hat für allerlei Wirbel gesorgt. Und wissen Sie warum? Weil unsere Kollegen in London den Finger in die Wunde legen. Stopp und Halt und bitte, bevor Sie nun alle zu Antidepressiva greifen, es gehört zum Markenzeichen des Ludwig-Erhard-Gipfels, dass wir ganz gezielt auch die guten Nachrichten und positiven Entwicklungen in den Blick nehmen. Und darum freuen wir uns, dass die Pandemie tatsächlich Geschichte ist. Das Virus hat Millionen Todesopfer gefordert, Milliarden Menschen haben gelitten, gesundheitlich, seelisch, wirtschaftlich. Heute kann man sagen, das ist wirklich vorbei. Auch bei der Inflation waren wir vor einem Jahr hier auf diesem Gipfel hochalarmiert, zu Recht. Die Inflation war auf den höchsten Stand seit 1950 gesprungen, auf Werte, die unsere Generation noch nie erlebt hatte. Die Geldpolitik hätte auch entgleisen können. Heute sind wir wieder auf 2%, also in die völlige Normalität der Geldwertstabilität zurückgekommen. Schneller als erwartet, eine richtig, richtig gute Nachricht. Nicht zuletzt auch für die Börsen. Denn mit dem Sieg über das Inflationsmonster ist auch der Zinsanstieg vorüber. Die Finanzmärkte erwartet bald wieder fallende Leitzinsen. Die Aktienkurse profitieren. Der DAX ist in einem halben Jahr um sagenhafte 25% gestiegen. Und das signalisiert auch, dass es positive Perspektiven gibt, auch technologische. Zu den immer noch unterschätzten Revolutionen zählt der digitaltechnische Fortschritt der künstlichen Intelligenz. Alle reden über ChatGPT, doch KI erobert derzeit alle möglichen Felder und wird von vielen von uns nicht nur völlig neue wirtschaftliche Chancen bieten. Darüber werden wir auf diesem Gipfel einiges Faszinierendes hören. Zu den guten Nachrichten gehört auch, dass Europa zusammenrückt. So bitter der Ukraine-Krieg auch ist, so sehr hat er uns Europäer doch erkennen lassen, dass wir an einem friedlichen, demokratischen und geeinten Europa unglaublich viel haben. Das gilt auch für die NATO, unseren 75 Jahre alten Schutzschirm. Sie ist größer und stärker geworden. Mit Finnland und Schweden sind 2 starke Demokratien dazugekommen. Putin hat hier das Gegenteil dessen bewirkt, was er eigentlich wollte, den Westen schwächen. Aber das werden wir genauer diskutieren.
Neben der Münchner Sicherheitskonferenz ist der Ludwig-Erhard-Gipfel die zweite große Bühne des Dialogs. Dort für Fragen der Sicherheit, hier für Fragen der Wirtschaft. Aber zurzeit verschränkt sich beides enorm ineinander. Erfreulich ist bei aller deutscher Krisenstimmung, dass die Weltwirtschaft im laufenden Jahr wohl um 3% wachsen wird. Die große Krise nach dem Inflationsschock ist ausgeblieben. Es geht in vielen Regionen der Welt dynamisch voran. Vor allem in Asien, aber auch in Lateinamerika und erstaunlich vielen afrikanischen Ländern. Am besten allerdings bewegt sich derzeit Indien nach vorne. Indien erlebt sein Wirtschaftswunder. Und jeder, der global geschäftlich aktiv ist, wird nach den China-Boom-Jahren sich jetzt mit Indien beschäftigen müssen. Hier tun sich gewaltige Chancen für die deutsche Wirtschaft auf. Insbesondere für die bayerische, die ohne dies viel besser läuft als der Rest der Republik. Und das hat Gründe, die aus dem Unternehmertum herauskommen. Wir werden gerade heute am ersten Tag erleben, was die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft drauf hat. Wenn sich andere Bundesländer fragen, warum in Bayern vieles besser läuft, dann hat das auch mit diesem Verband und einer klaren ordnungspolitischen Orientierung zu tun. Ludwig Erhard war Bayer und darum ist es besonders schön, wenn die Unternehmer Bayerns sein Erbe pflegen. Und lassen Sie mich noch auf zwei existenzielle Nachrichten des Guten hinweisen, die wir alle gerne unterschätzen. Die sensationell steigende Lebenserwartung gehört dazu. An diesem Chart erkennen Sie, als Maria Theresia regierte, war die Lebenserwartung der Menschen in Europa bei 35 Jahren. Als Goethe lebte, da wurde man in Deutschland 40 Jahre alt. Noch zu Kaiser Wilhelms Zeiten betrug die Lebenserwartung gerade einmal 45 Jahre. Heute, gut 100 Jahre später, werden wir fast doppelt so alt. Wir schätzen diesen Fortschritt kaum öffentlich. Dabei ist es doch das fundamentalste Positivum, das uns betrifft. Und auch bei Hunger und Armut gibt es historischen Fortschritt. Der globale Wirtschaftsaufschwung erreicht die Massen und die Ärmsten. Hunderte von Millionen Menschen schaffen derzeit gerade den Aufstieg aus der Armut. Eine Zahl verblüfft mich dabei besonders. Nach Berechnung der UNO kommen jeden Tag 137.000 Menschen aus bitterster Armut heraus. Diese Millenniumsberichte lesen sich wie kleine Sterntalergeschichten. Doch, sie sind wahr. Vielleicht finden wir ja solche doch auch noch in Deutschland. Natürlich werden wir auf dem Gipfel genau nachforschen, wie es nun mit der Ampel weitergeht, was wir noch zu erwarten haben. Denn gestartet sind die Ampelianer ja in stolzer Riege für die Fotogalerie. Übrigens mit klarer Absicht, eine Assoziation der Tatkraft zu erzeugen. Wir werden Sie alle hier befragen. Sie wollten das Vorbild der glorreichen Sieben? Nun ja, im Moment fühlt es sich eher so an. Aber vielleicht hat die Koalition doch noch etwas in der Hinterhand. Die SPD-Vorsitzende kommt, wir werden sie fragen. Und der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP auch. Er ist bekannt für klare Ansagen. Also werden wir ihn genau fragen, wann er die Ampel denn nun platzen lässt. Besonders schwierig läuft es derzeit für die Grünen. Der eigentlich grünfreundliche Spiegel titelt gar, eine historische Chance sei verspielt. Sie würden es vermasseln. Auch hier gilt, Informationen aus erster Hand sind das Beste. Ricarda Lang ist, wie übrigens alle Parteivorsitzenden der politischen Mitte, eigens aus Berlin hierher gekommen. Und vielleicht wird ja einer von Ihnen irgendwann unser aller Kanzler. Friedrich Merz hätte laut Umfragen derzeit die besten Karten. Glauben Sie das? Glaubt er selber das? Wir werden ihn fragen. Aber auch einen Fünften im Bunde, der mit einem fulminanten Wahlsieg in Bayern natürlich auch wieder K-fähig wäre. Der Ministerpräsident Bayerns wird sich jetzt gleich Wolfgang Fragen stellen. Ich hoffe, Sie haben uns, lieber Herr Söder, auch diesmal Schlagzeilen mitgebracht. Die Gespräche zwischen den beiden sind ja immer besonders lebhaft und interessant und schaffen es auch schon mal in die New York Times. Und heuer also haben wir einen Jubiläumsgipfel.
Und natürlich ist es schön zu sehen, wie aus einem kleinen Nachmittagsevent nun eine dreitägige Veranstaltung mit mehr als 100 fulminanten Speakern und weit über 1000 Gästen geworden ist. Das macht schon Freude. Der Ludwig-Erhard-Gipfel Tegernsee Summit ist aber nicht nur quantitativ gewachsen. Er hat auch stetig an Relevanz gewonnen. Die politische Elefantenrunde wird, wie viele andere Elemente des Gipfels auch, live im Fernsehen übertragen. Heute gehen vom Tegernsee aus wichtige Impulse in die Bundesrepublik. Was auf dem Gipfel gesagt wird, wird auch gehört. Die politischen Ränder allerdings nicht einzuladen. Weder eine Alice Weidel noch eine Sarah Wagenknecht. Das ist für uns eine ganz wichtige Zeichensetzung, gerade in diesen polarisierten Zeiten. Zum ersten Mal in unserer Lebensspanne sind Freiheit und die Achtung von Menschenrechten nicht mehr selbstverständlich. Sie werden von Rechten und Linken angegriffen. Und wir werden den Feinden unseres europäischen Wertesystems keine Bühne bieten. Es ist an der Zeit, Farbe zu bekennen und für unsere Demokratie wehrhaft einzustehen. Wir haben es ja eben auch bei der Demonstration für übermorgen sind noch größere angeplant, hier draußen erlebt. Die Welt und unser Land sind ungewöhnlich aufgewühlt. Draußen herrscht Krieg und drinnen geht die Unzufriedenheit gegen die Ampelregierung durch alle Schichten und Berufsgruppen. So wird gegen die einzigen Protestparteien auf einmal selber protestiert. Deshalb muss ein besonders großes Polizeiaufgebot auch unsere Veranstaltung schützen, damit die Redner nicht nur die Herausforderungen der Zeit benennen, sondern bestenfalls auch Lösungsansätze fokussieren können. Mehr als 80 Unternehmen aus ganz Deutschland, ganz unterschiedlichen Branchen, sind unsere Gipfelpartner. Sie alle signalisieren damit: Es ist uns nicht egal, was mit unserem Land passiert. Ich danke allen Unterstützern sehr. Sie machen damit Dialog möglich in Zeiten der Polarisierung. Auch unseren Kollegen der Weimar Media Group möchte ich hier sehr herzlich danken für ihren herausragenden Einsatz. In unserem Verlag sind uns in den vergangenen 3 Jahren trotz großer Widrigkeiten gute Erfolge, gute Ergebnisse gelungen. Wir haben neue große Projekte in ganz Deutschland verwirklichen, andere anstoßen können. Vielleicht auch, weil wir Krise ein Stück weit als Chance gesehen haben. So wie das auch die Stiftung für Zukunftsfragen angeht. Wir haben mit Deutschlands bestem Zukunftsforscher, Professor Ulrich Reinhardt, wieder ein Gipfelbuch gemacht. Wenn Sie den 2. Summit-Sammelband lesen, wissen Sie, wie Deutschland tickt. Sie finden ihn in der Giveaway-Tasche. Und nun lassen Sie uns hier die wertvollsten und spannendsten Geschenke auspacken, die Einzelne der Gesellschaft machen können. Kreative Ideen und wegweisende Innovationen. Ob im TV, im Stream, digital, live hier am Tegernsee oder im Nachgang gedruckt. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen, auch den vielen Tausenden an den Bildschirmen, uns beim LEG 24 inspirieren zu lassen. Also, der Jubiläumsgipfel ist eröffnet. Und